Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Wir sind immer noch im Tutorial Dungeon. Ja, wir kommen gut voran. Und hier vorne haben wir eine Prächt... Nee, ist eine Ziertruhe. Und jetzt möchte der Herr Abenteurer das Ding mal öffnen, weil ich stehe da als Magier einfach nur doof davor und werde da wahrscheinlich Feuerball draufzaubern. Das bringt dann aber auch keine Punkte. Tour! Ja, ja. Sofort. Aufgeschlossen. Schriftrolle des Rechenbands. Womit hast du die verdammte Truhe aufgeschlossen? Mit dem Schlüssel, der hier nebenbei in einem Vase lag. Ach, Mann. Siehst du, die hätte ich schon mal wieder übersehen, die verdammte Bude. Gut, dass ich dich bei habe als Erkunder, weil jetzt als stumpfer Magier, Kampfmagier sogar, kann ich ja sowieso eigentlich nur ganz stumpf. Also ich kann ja überhaupt gar nicht eigentlich. Mann, gewöhnt sich dran. Aber das ist so mein Ding, so alles erkunden und so. Alles plündern. So. Die Höhle kann ja noch nicht. Oh, das vorne, das sieht aus wie Gift. Können wir dagegen was machen? Irgendwie ging das hier. Wir könnten Feuer auf Gift. Ich kann ein Feuer. Warte, ich kann noch einen Feuerzauber. Ich kann noch hier. Ich könnte einen Feuerball zaubern. Ich kann mal das hier machen. Das ist. Ich habe eine Schriftrolle des Feuerballs. Wow. Okay. War das eine Schriftrolle oder dein. Das war mein Stabzauber. Das war ordentlich. Ja, die Zauber, die kann man ja quasi kombinieren, weißt du? Die kann man was? Also Gift ist quasi entzündbar. Aha. Und also so wie, keine Ahnung, Schwefel, wenn du so willst. Oh, ein Schlüssel. Metallischer Tempeltürschlüssel. Okay. Und wenn dann quasi Feuer draufballerst, dann, ja. Das möchte das Tutorial wahrscheinlich an dieser Stelle beibringen. Die genau. Leer. Da hinten ist ein Spitz. Seems to be broken. Ach, wirklich? Sag an. Ich bin immer wieder überrascht über deine Beobachtungsgabe. Das bin ich. Hier können wir uns hinsetzen. Oh, hier ist eine Angel. Können wir uns hinsetzen? Okay. Jetzt? Warten wir die Folge ab, oder was? Ach. Mäh! Ist das nicht schön? Ja, ach, du wolltest auch gerade ein Herzchen schreiben, das geht nicht. Kleiner als geht nicht. Großer. Ja, genau. Haha, ich habe eine Angel. Kann ich die auch verwenden irgendwie? Kann man die. Wo lag denn die Angel? Die habe ich gar nicht gesehen. Die war hier gerade am Stein. Warte mal, ich kann die ausrüsten. Ah, jetzt habe ich die Angel. Jetzt kann ich doch sicherlich irgendwie. Angeln? Oder auch. Nö, aber ich glaube, ich könnte Leute damit hauen, wenn ich möchte. Nee. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Ja, gib mir die mal. Vielleicht macht die Schaden. Send normaler. Ich habe auch mit zwischendurch eine Birne eingesammelt. Hey, eine Birne und einen Feuerresistenztrank und. Nee, die kriegst du jetzt. So. Hey, ich habe meine Angel wieder. Ja, ich habe keine Ahnung, was man mit dem. Wahrscheinlich kann man mit dem Ding irgendwie angeln. Wir wissen bloß nicht wie. Irgendwie bestimmt. Hier unten sind noch Dietricher. Ja. Und hier ist die Tür. Rechts die Steintür. Ah, dafür habe ich doch durch Zufall einen Schlüssel gefunden. Genau. Wo zur Hölle hau ich bitte schön den Schlüssel da rein in diese Tür? Ich würde eigentlich gerne mal kurz hier oben noch mal gucken, weil da hinten steht nämlich noch eine Truhe rum. Da liegt nämlich noch was drauf. Hast du unendlich viele Pfeile? Oh, gute Frage. Oder sammelst du die wieder ein? Ich habe keine Ahnung. Ja, was ist das hier? Ah, hier jetzt auch noch mal Dietriche. Und Holzspäne, ach komm. Ich habe hier noch einen Stab. Ihr habt einen Dietrich gefunden, den werde ich mal direkt an dich weiterreichen, weil... Ein Stab? Was denn für ein Stab? So einen magischen oder eher so einen uncoolen Stab? Des Quellenjägers hier, so den du auch hast. Ich habe einen Feuerstab des Quellenjägers. Was hast du für einen Stab? Ja, ich könnte auch einfach mal das Chatlog lesen. Das sieht mich nicht aus wie ein Feuerstab, sondern wie ein Blitzstab. Ja, ich glaube auch. Ja, warte mal. Wie kann man denn nochmal angreifen, einfach so? Das ist irgendeine Fähigkeit. Also meine ist zum Beispiel die hier einfach. Bam. Ja, oder Steuerung und Linksklick. Dann kannst du einfach zupieken. Ja, wer will denn das machen? So hätte ich vielleicht vorhin das dumme Wasserfach kaputt machen. Oha. Aber ich glaube, das Haltbarkeit immer noch 79 von 80. Na gut. So, da unten ist wieder Gift. Kannst du wieder deinen Feuerball werfen? Ach, das sieht aber... Achso, da ist die Truhe aufgemacht. Das sieht aber... Achso, das ist so ein Ausgang. Ist das. Vergrabene Mumie hat den Status verlangsamt gewürfelt. Was macht denn die Mumie? Hey, versuche einen Gegenstand über die Grube zu legen, um das Ausbreiten der Fläche in der Wolke zu verfindern. Ah, warte mal. Nein, oh. Ah! Oh, achso, das sind schon mehr von denen. Ah. Richtig. Bis ich mir das irgendwann mal gemerkt habe. Wenn wir das nächste Mal das Ding sehen, das ist wahrscheinlich schon zu lange her. Ich kann mich ja nichts mehr... Oh, hier 50 Gold drin. Wahrscheinlich, ja.
Das ist ja so ein typisches, das Tutorial bringt dir was am Anfang bei und dann brauchst du es irgendwann mal 20 Stunden später. Dann kann sich wieder keine Sau dran erinnern. Guck mal, ist eine Kerze. Naja, also eigentlich kannst du damit sehr viel vorbereiten sogar. Also für die Kämpfe und so. Downstairs. Oh, das stimmt. The last thing I need is to surprise another angry summoner. Mhm. Stimmen. Speicher mal bitte. Dup, 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 dup. Gut gemacht. Das müsste ja bei dir auch speichern, nicht wahr? Ja, ja, das wird sowieso nur bei dir gespeichert, das Ganze. Ach, das ist ja, hier vielleicht das mal in der Dropbox verschieben, so. Ich glaube, ich bin in Schleichen absolute Niete, das heißt, wir kommen ungefähr 5 Meter weit. Entzünd mal das Öl hier. Die stehen im Öl. Ach, warte mal, das ist ja praktisch. Dann mach ich mal. Mach mal. Schleichen ist übrigens fehlgeschlagen, welche Überraschung aber auch. Ja, dann hau ich dir mal nochmal so ein Ding in den Kopf. Du bist ja scheinbar immer noch getarnt. Irgendwie schon, ich weiß gar nicht warum. Ja, dann gehe ich mal noch einen Meter zurück, weil eigentlich ich muss nicht so nah an den Typen dran stehen. Ich bin an der Reihe. Ja, du hast aber immer noch deinen dummen Blitzstab in der Hand. Ja, das eine Skelett verfackelt, glaube ich, sowieso gleich vom Öl insofern. Kann ich den Bogen einfach ausrüsten jetzt? Oder? Ach, das kostet ich glaub, Punkte. Ich glaube, das kostet Aktionspunkte. Ist egal, nehmen wir mit. Hui! Verfehlt. Verfehlt. Gut gemacht. Ah, ja. Oh, okay. Und da kamen die... Oh, wir sind gelevelt, oder? Oder zumindest du bist gelevelt, ich nicht. Ich bin gelevelt? Oder? Ja, da stand irgendwie gerade... Ach nee, das war ein Aktionspunkt verfügbar. Sowieso nicht. Ne? Hob eine Schriftrolle des... Was? Du hast eine Schriftrolle des Feuerballs aufgehoben? Die lag da rum. This seems to be broken. Ach, die vergrabene Mumie ist ganz zerbrochen. Das ist natürlich sehr schade. Wo ist eigentlich die Ratte hin von vorhin? Die meinte doch, die hat irgendwas vom König gefressen. Hier ist noch eine. Hier sind übrigens so Trittplatten, die sehen so aus, als könnte man was draufstellen. Ah, ja. Wir sollten uns einfach zusammen draufstellen. Nee, stimmt gar nicht. Wir können uns natürlich zusammen draufstellen, aber dann kommen wir nicht durch die Tür. Genau. Ah, da ist die Ratte wieder. Ratti! Nein, ich bin zu doof. Ich bin unfähig. Nein, jetzt. Warum ist da? Nee, wo ist sie denn? Hilfe? Ratte? Also hier liegt noch Gold. Und das ist die Ratte. Ratte. Hat euch schon jemand gesagt, dass ihr so schön seid wie ein Sternenstein? Ich kann zwar nicht über eure Knöchel hinaussehen, aber ich bin mir da ganz sicher. Das ist aber eine nette Ratte. Die Ratte macht Komplimente. Ratte hat Dialog begonnen. Ich habe schon das Gefühl, dass das Tierfreunde, das gibt im ganzen Spiel nochmal 3 Dimensionen mehr als vorher. Ich sehe ihn schon mit irgendwelchen Wölfen im Wald quatschen. Oh, jetzt ist viel. Mana-Trank. Mana. Nee, ist ein Intelligenz-Trank. Lebende Pfeilspitzen ist, glaube ich, eher was für dich. Und der Rest ist ja. Ich ahne, dass es Pfeile gibt. Genau. Gibt es auch irgendwas, glaube ich? Nee, doch nicht. Ich sehe schon, wenn man den Tutorial-Dungeon nicht macht, kriegt man böse auf den Kopf. Ja, es gibt halt auch recht freie, also recht gut EP eigentlich. Ja, doch. Hier ist mal einfach gar nichts los. Versuche nochmal die Tür aufzumachen, meinen guten Schlüssel, den ich irgendwann mal gefunden habe. Natürlich nicht, aber da hinten ist ja eine. Warte mal, ach, das ist jetzt wieder so ein Team-Ding oder was? Na, ja, genau. Ja, wenn ich jetzt noch. Ja. Amateur! Hey, automatisch speichern! Ja, jetzt passiert was ganz Furchtbares. Wir können die Feuerdinger umwerfen? Nee, nicht genügend Stärke. Oh nein, ein Licht! Wer hätte gedacht? Ha, bin weg. Gleich ein Fehlschlag. Ja. Zornfried! Möchte Zornfried mit uns reden? Ja, ich glaube. Genau. Ah! Eine lebendige Ratte wagt es, den Schlaf der Toten zu stören. Ein diebischer Narr beleidigt die Heiligkeit der Gräber. Der Blutstein Schänder, wo ist der? Oh, jetzt habe ich deinen Plan vermisst. Kann ich aussehen oder kannst du aussehen? Nee, du bist dran. Du hast einen Dialog gewonnen, scheinbar. Dann nehme ich mal. Ich traf ein Trio aus seltsamen, in Rum gekleideten Männern vor dem Eingang zum Grab. Sie schienen einen Edelstein in ihrem Besitz zu haben. Wirklich seltsam. In Rum gekleidet? Eure Tricks werden euch nicht vor der Vergeltung retten. Betrüger! Der Blutstein, übergebt ihn mir jetzt und ich werde euer gnädiges, schnelles Ende bereiten. Gut, ja. Ich bin dann mal weg. Ja, das... Lauft ruhig weg, Schänder! Welchen Weg ihr auch wählt, er führt euch zum Grab. Wir sind doch bereits im Grab. Naja. Ende. Kampf, Mensch. Der hat Kollegen. Ich würde dann, ich bin als erstes dran, ne? Dann, mach ich hier mal Quatsch. Mal gucken, wie das klappt. Alter? Das war die Feuerball. Das war die Feuerball-Schriftrolle, das kann ich nie normal machen. Achso, okay. Aber das erschien mir gerade ganz angebracht. So, sehr gut.
Oha. Die Spinne kann nämlich schön ein bisschen was wegtanken. Die tankt richtig gut, die ist ziemlich widerstandsfähig. Damit hat sich Zornfritt ja noch schon entschärft. Oder steht er wieder auf? Nee. Was macht dann sowas? Zornfritt ist doof. Ja, den kriegt Zornfritt jetzt erstmal. Was macht denn am meisten Schaden? 5 Aktionspunkte, 6 bis 10. Schwächt deinen Feind. Oh. Ach komm, wir hauen wieder den Bolzen rauf. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Bumm. Oh, ich kann glaube ich nochmal. Nee, warte, ich kann auch mehr da ranrennen. Zornfritt sieht sowieso aus, als wäre er Fernkämpfer. Kann ich ihn vielleicht im nächsten Zug umhauen? Kann ich den... Also vergiften kann ich nicht, weil er ist ein Geist. Und das Skelett kannst du auch nicht vergiften. Richtig. Wie plantest du eigentlich generell einen Geist... Aua, er ist doch Nahkämpfer. Aber er ist eine Pfeife, was das Treffen angeht. Er ist wirklich nicht der Beste. Oh, er ist auch immun gegen Gift. Ich bin überrascht. Na komm, nimm dies, Zornfritt. Tot. Gut gemacht. So, jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Das heißt, ich renne jetzt einfach 5 Meter weg. Du darfst dich allein mit dem Bogenschützen rumärgern. Viel Spaß. Dankeschön, das sind jetzt von dir. Krieg ich da noch einen? Deine Spinne wäre sowieso noch mal dran gewesen, bevor es soweit gewesen wäre. This seems to be broken. Oh, ein Grabstein. Here lies Master Radjiquin's second apprentice. Killed okay. By dying. Gestorben durch Sterben. Hier gibt's eine Stoffkappe. Könntest du hier mitnehmen? Ja, die nehme ich mir dann auch. Die nehme ich mal direkt mal an mich. Gestorben durch Sterben? Ja! Das Kampflok ist echt das Beste. Killed by a foreign corpse. Fallende Leichen, wie konnte das denn passieren? Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht. Das, was habe ich denn? Wo habe ich denn jetzt diese dumme Kappe hier? Was? Stoffkappe, ich habe sowieso keinen Helmslot. Ach, ich kann den Helmslot sogar ausblenden. Ja, das sieht mich pannhässig aus. Richtig. Ich möchte gerne mit offenen Haaren rumrennen. Ich glaube, das ist auch so die häufigste Beschwerde, die in irgendwelchen Spielen immer vorkommt. Ja, nee, der Helm sieht scheiße aus, mein Char ist weiblich, ich würde gerne die Haare sehen. Ja, stimmt. So, das war's dann wahrscheinlich, Steintür. Und wir sind irgendwo am Wasserfall. Warte mal, hier ist eine Reuse. Moment, ich habe noch eine Angel. Ach, Reuse heißt das, genau. Ich habe ewig lang überlegt, wie das Ding heißt. Hast du nicht damals Age of Empires gespielt? Da konnten die Fischboote konnten Reusen bauen. Stimmt, ich habe es immer auf Englisch gespielt. Deswegen ich habe keine Ahnung, wie... Nur als blablabla. Blablabla. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger auf Englisch heißen. So, ich kann nicht angeln. Also, ich versuche gerade alles. Oder kann ich vielleicht irgendwie... Ja, vielleicht kriege ich ja tolle Kommentare, die mir sagen, wie zur Hölle ich angeln kann. Bitte rein damit. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich vorne mit den Wächtern reden, oder? Ja, und bitte nicht wieder angreifen oder sowas wie damals. Ja, das war sehr gut. Also, Gnome und ich probieren jetzt erstmal Divinity Original Sin aus. Das erste, was wir machen, wir sagen den beiden Wachen, die total voll bewaffnet sind, die vor allem noch besoffen. Ja, nee, wir hauen euch jetzt aus dem Maul. Ja, 2 Züge später waren wir beide tot. Instant eigentlich fast sogar, ne? Ja, das war das Ende unserer Heldensaga. Ey, die sind freundlicher geworden. Das haben wir uns leicht beleidigt. Ah, nee, keine Bewegung, Orks-Gesocks. Niemand schleicht sich einfach an der Legion vorbei. Weiter. Beruhigt euch, Hicks! Junius, er sieht nicht aus wie einer von diesen Orks. Er hat kein einziges Horn auf dem Kopf. Haltet einfach euren Mund, Bibius. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wir haben geschworen, Cysa hier zu beschützen. Also, wer seid ihr? Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Was wollt ihr wissen? Was hat es denn mit diesen Orks auf sich? Diese barbarischen Bastarde. Sie töteten deine Frau und essen deine Kinder. Wir haben einen Kampf mit ihnen angezettelt, aber jeder ihrer Finger ist stark wie ein Ochse. Man braucht eine ganze Armee, um auch nur ein Dutzend von ihnen zu erledigen. Weiter. Nun, ja, wir haben eine Legion mitgebracht. Aha. Haltet einfach die Luft an. Ja, Bibius? Ich glaube, wir sind in der Nähe von Cysael. Ja, das sage ich dann mal. Cysael, ja. Wo die Seeleute zum Leben hingehen und die Hunde zum Sterben. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Haltet einfach mal die Klappe, Bibius. Also, Fremder. Wenn ihr nach Cysael wollt, seid ihr auf den richtigen Weg. Allerdings versuchen die meisten zurzeit eher, aus dieser verfluchten Stadt fortzukommen. Weiter. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Dieser Ort ist verflucht, sage ich euch. Zuerst steigen die Toten aus ihren Gräbern und dann blasen ganze Orkstämme in ihren Kriegshorn. Da haben andere schon wegen weniger angefangen zu saufen. Ich frage mal nach dem Ratsmitglied. Du läufst die ganze Zeit rum, ne? Und machst du welchen Quatsch? Jojo. Ja, ich frage nochmal Ratsmitglied Jake. Ihr seid also auch auf der Suche nach Jake. Ich fürchte, da kommt ihr zu spät. Der ist tot. Was, ihr habt einen Wegpunkt entdeckt. Ist ja schön. Ermordet. Was könnt ihr mir dem Mord an Jake sagen? Viel mehr kann ich nicht erzählen. Außer vielleicht noch, dass er mit dem Gesicht in einer Blutlache gefunden wurde, die sein eigener Köter als Wassernapf benutzte. Nett. Okay. Man sagt, es war seine Frau. Und ich wette eine Flasche Weinbrand, dass sie damit richtig liegen. Ein teuflisches Flitzchen. Mein Bibius übrigens. Ich müsste eigentlich mit 2 verschiedenen Stimmen lesen, aber das kriege ich nicht hin.
Als ob das irgendwie irgendwas etwas beweist. Haltet einfach die Klappe. Ja, Bibius. Und wer seid ihr jetzt nochmal? Wir sind natürlich Legionäre auf der Suche nach Orks, denn die haben von Meer aus angegriffen. Nur die Götter wissen, warum sie das tun. Aber wir bleiben standhaft. Wir von der Legion, die Befreier von Rivellon. Ja, schön. Befreier des Alkohols sind wir auch, oder? Alter Kumpane? ja. Seid einfach ruhig, blablabla. So, ihr seid also Befreier. Ihr hattet schon einen kleinen Umfang. Ich frage mal nach Befreier. Ja, ein feiner Ausdruck für einen Wachhund, der genau das tun wir ja. Auf den Hund aufpassen, die sich gegenseitig an der Kehle springen und sie voneinander fernhalten. Zwar mit einem Schwert. Nee, dem Schwert. Kann ich lesen. Die beste Methode, um einen verschlagenen Hund zu beruhigen, ist, ihn zu kastrieren. Ha! Geld her! Eier ab! Das Motto der Legion. Weiter. Halt einfach die Klappe, Bibius. Anscheinend hat er schon einen kleinen Umdruck. Was? Schon mal Wache gehalten? Stunden um Stunden auf den Ausguck gestanden? Zu Tode gelangweilt? Die Langeweile ist ein Dämon, mein Freund. Und Schnaps ist der Dämonenjäger. Ich erkläre hiermit, dass es für diesen Jäger an der Zeit ist, doch einmal zuzuschlagen. Juhu! Ich bin dann mal weg. Moment, Moment! Nicht so schnell! Ihr seid vielleicht kein Ork, aber das heißt noch lange nicht, dass ich euch traue. Wer sagt denn, dass ihr kein Spion seid? Och, das geht ja ewig, der Dialog. Ey, du bist dran. Oder ich. Oh. Aber gleich bist du dran. Kommt, ich bringe euch zum Zauberer. Er wird die Wahrheit schon auf euch ein anderer Weg, das werde ich rausfinden. Der Zauberer sagt dir, das Ding gut, auf geht's voran. Ich mach mal das, sonst kriegen wir wieder auf den Kopf. Ja. Diesmal richtig entscheiden. Ich bin auch mal einverstanden. Ein Zauberer muss mehr darüber wissen, was hier vor sich geht. Seht, Junius, er ist harmlos. Vorwärts, wir sind kurz vor der Stadt. Wie schön. Farewell. Gehorsam. Yay. Ja, aber auch nur, weil ich genau weiß. Und du hast schon alles hier weggelootet, oder? Ja, aber hier ist noch ein Büchlein. Ja, das Kochbuch, das nehme ich mal mit. Das stört ja anscheinend keinen hier. Und hier ist Mehl und Glaswasser. Wahrscheinlich hätte man, wenn man sich ganz viel Mühe gegeben hätte, können auch an der Bande hier vorbeischleichen, aber... Ich glaube auch, ja, aber... Die Hälfte ist, glaube ich, echt. Ja, die können wir gleich mal vorschicken zum Tanken. Auch wenn die wahrscheinlich totale Status-Mali haben, was irgendwie alles mögliche Kämpfen angeht. Ich quicksave mal, weil ich weiß, hier kommen gleich Orks in die Ecke und da unten ist auch noch eine große Schlacht. Ochse! Krass, die Ochse! Hey, Wasserstab des alten Schädels! Nice, nimm mit! Jojo! Ist das nicht schön? Ich glaube, der Scheck geht nie wieder weg, den wir da unten mal geschrieben haben. Wahrscheinlich, ja. Orks. Orks. Oh, noch ein Wasserfass! Warum stehen hier nicht überall Wasserfässer rum? Du bist auch so ein Quicksaver, ne? Ja, das war gerade ein Autosave. Guck mal, da ist ein Ast und eine Einhandwaffe. Nee, Quatsch, der Ast ist eine Einhandwaffe, ich bin doof. Das war doch eine tolle Eskorte, die wir gekriegt haben. Jetzt sind sie weg. Feiglinge. Da vorne ist eine Ölfass. Ja, ich warte mal kurz ab. Die rennen ja, warte mal vor. Kann man. Oh. Ja. Aber warte mal, eventuell können wir es aufmachen. Ich kann mal drauf schießen. Ja, du bist vor mir dran. Nee, warte vor. Erstmal ist. Wer ist er denn? Der schwarze Kultist dran. Jetzt wäre übrigens der Feuerball-Zauberklasse gewesen. Nee, ich kann nicht drauf schießen. Scheiße. Ich könnte drauf schießen, aber ich bin erst nach dir dran. Ja, dann schieß halt auf den schwarzen Kultisten, wenn es irgendwie geht, oder... Ich weiß auch nicht, mach den Kopf. Machen wir so. Sehr gut. Das war effizient. Das war deine Feuerballrolle, die du hattest, oder? Ja. Gut, ich zauber den Typen hier mal so ein Ding drauf. Ja, das macht so verdammt wenig Schaden, das ist lächerlich, ich schwäche den jetzt einfach neu. Nein, ich kann nicht, verdammt, das hat zu wenig Reichweite, na gut, dann, ja, dann spare ich halt Punkte. Die Ochse sind ganz schön groß. Und hässlich. Flankiert, minus 20 Verteidigung. Na gut, der ist auch komplett umstellt. Schlurft einen Trank. Die Ochse, kann ich halt endlich während des Kampfes im Menü rumnesteln? Mehr oder weniger. Was habe ich denn noch? Eine magische Giftstache, Wiederbelebung. Die Wiederbelebungsrolle werde ich wahrscheinlich ganz gut aufheben müssen. Ja. Also ich meine, das Ziel ist natürlich, dass er nicht sterben. Aber ja. Es gibt irgendwann furchtbar ekelhaft sterben. Aua! Obwohl, ich habe eigentlich relativ viele... Viele Lebenspunkte. Ja. Sehe ich gerade. Ja, das ist... Zauberst du schon wieder? Na, meine Spinne. Ach so, die Spinne, ja. Die kommt aber auch wirklich als allerletztes dran. So, was mache ich denn jetzt gegen diesen Typen hier? Warte mal, ich kann brennende Berührung, das ist ja eine Nahkampffähigkeit. Ich habe auch nichts, um irgendwie aus der Entfernung großartig Schaden zu machen. Rettungswürfe, bla bla bla. Volksstein, ach komm, machen wir einfach mal hier noch. Bumm. Also ein Effizienzwunder ist dieser Zauberspruch nicht. Das sage ich gleich. 9 Schaden, wow. So, ich gehe jetzt noch mal einen Meter nach hinten. Wir hoffen, dass er dann schlechter trifft. Die Soldaten unten könnten ja auch mal was machen. Zum Beispiel den Ochsoldaten umhauen. Die sind ja auf dem Wege. Aber eventuell kommt der Typ eh nicht mehr dran, weil der eine Spinne steht da unten, hat ja vorher Priorität. Gucken. Nice.
Die Spinne vergiftet. Macht echt Aua. Ja, vor allen Dingen tankt die jetzt erstmal. Ja, sie tankt. Rennt der Typ noch weg? Der Typ. So, 17% treffen. Na, so da rennt. Und da laufen wir lieber noch einen Meter nach vorne und 33%. Oh, nice. Gut. So, ich habe jetzt diesmal leider nicht ganz so viel. Wie viel kostet das Schießen? Ich kann also 2 Punkte nach vorne laufen. 3,3 Meter. Und dann haben wir wie viel Chance? 100? Ah, Magie trifft immer. Auch nicht schlecht. Schön. Auf jeden Fall müssen wir hier noch alles weglooten gleich. Ja, das machen wir am besten gleich in der nächsten Folge. Wir sind schon mal über 20 Minuten, aber wir hauen noch kurz den Kultisten um und dann würde ich sagen. Genau. Ja, gut, jetzt. Spinne! Spinne! So. Dann looten wir mal, aber in der nächsten Folge, wenn es dann wieder ist. Those orcs had a human commander. How very curious. Dialoge. How very disquieting. Ja, wie dem sei, wir sind in der nächsten Folge, wenn es dann wieder ist. Windig, ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Daumen nach oben. Und der Gnome GA was? Schaut bei dir vorbei, verdammt nochmal. Genau! Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!